Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy XII The Zodiac Age. So, wir haben uns letzte Folge hier mit diesem netten Rätsel beschäftigt. Da haben wir einmal das eine Bruchstück bekommen. Hier, mattes Bruchstück. Ist eins der vier für diese Medaille, die wir ja brauchen später für die. Ich glaube, für die Totenstadt war das. Da haben wir ja schon ein anderes auch schon. Also, wenn wir. Nun fehlt uns da nur noch zwei. Ne? Und wir haben. Achso, das müssten wir ja auch noch machen. Das werden wir aber später machen. Und wir werden uns heute um einen Esper kümmern, den wir ja vorbereitet haben in dem Sinne. Und da werden wir uns jetzt hinbegeben. Jo. Denn ihr habt die ganze Zeit ja gesehen, dass hier so Blubberblasen waren auf diesem Bereich hier, ne? So, das war nämlich schon der Esper. Er versteckt sich nur gerade ein bisschen. Gespeichert habe ich gerade, also keine Angst. Ne? Wenn ich verkacke, habe ich wenigstens noch die Möglichkeit zurück also falle ich nicht zu weit zurück. Und wir werden uns jetzt dem Esper stellen. Rums. Tür fällt zu. Hallöchen. Grinsebacke. Darf ich vorstellen? Kutschulein. Ja, scheiße, so war das ja. Was will das Viech eigentlich hier? Scheiße. Fuck. Alter, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Inakt. Alter. Tschüss. Alter. Ja, da seht ihr, was passiert. Nummer 1 ist tot. So. Ich werde jetzt hier. Du schmeißt einfach mal. Der eigentlich. Weißt was? Weg damit. Lauf. Lauf erstmal. So. Allheilmittel. Fahren. Allheilmittel. Komm. Wir müssen hier mit Mystex arbeiten, sonst wird das nichts. Ihr seht ja, ne? Zack, zack, zack. Was der hier für Dinge raushaut. Ist auch einer der nervigsten. Einer der nervigsten Esper überhaupt, finde ich. Zack. Ich glaube, für ihn wäre so eine so eine hier Kettenkram und so, was halt fix und Stopp und Toxin und sonstiges hier negiert. Ganz hilfreich.
gerade Toxin, weil, ne? Kling, kling. Fang! Fang! Zack, 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 zack. Ja, er bascht mit seinen Schlägereien hier. I must believe. Ich feuer alles auf ihn, was ich habe. Ah, Elektro gegen Wasser sollte das ja effektiv sein, ne? Sollte. Nein. Oh, bin ich doof. Da habe ich einmal nicht aufgepasst, ne? Und dann sowas. So, Blitzentladung. Ja. Da seht ihr, wie viel das abgezogen hat. Ne? So gut wie nichts. Warum? Hallo? Könntest du bitte mal Basch heilen? Ja, scheiße. Okay. Dann machst du mal bitte Schutzengel. Gegen Inaktive. Gegen, also irgendwas gegen Inakt? Eigentlich nicht, ne? Haska. Königsfeder. So. Vielleicht reicht es ja noch. Ja. Allheilmittel. Versuch gerade mal so gut es geht durchzuhalten. Ne?
So. Genau, mach mal Schutzengel auf ihn. Ah, scheiße. Das heißt, ich muss jetzt eher... Ah, scheiße. Ich kann erstmal nichts machen. Allheilmittel auf mich. Und du machst mal kurz Allheilmittel auf sie. Denn ich meine Phönixfeder auf Fran mach. Du mach Phönixfeder auf Penelo. Doch irgendwo hier Vitra. Komm mal her, ja. Du gehst mir jetzt ziemlich auf den Keks, du Nervensäger. So. Du schaffst es doch bestimmt mit einem Schutzengel. Hier mal. Gut. Komm. Zack. I never miss. I never miss. I never miss. Bin niemals vermisst, glaube ich, sagt er. I'm never miss, ne? Wer weiß. Please. Fuck. So. Man muss nämlich immer mal gucken, dass man so viel wie möglich auf ihn raufdonnert. Ich meine, über die Hälfte haben wir ihn ja schon weggehauen. Und ich glaube, er konnte sich nicht wieder hochheilen, wenn ich mich richtig erinnere. Hoffe ich zumindest. Wäre nämlich echt assig. So. Und das nächste. Ja, natürlich, jetzt kam kein Ding mehr. Jetzt kam natürlich kein Ding mehr. Aber ein paar Treffer habe ich ihnen noch geben können, das ist schon mal gut. So. Es gibt natürlich bessere Methoden, wie man ihn platt machen kann, ne? Aber ich bin ganz ehrlich, es gibt auch bessere Methoden an sich, jeden Boss irgendwie platt zu machen. Das Nervige ist, durch Sturz wäre an sich ja, schmeiß mal den da raus. Nehme mal eine X-Potion. Scheiße. Okay, Phönixfeder. Thank you.
your best. Und einmal schnell Schutzengel. Gelaufen, mein Freund. Na komm. Ist nicht mal mehr ein Viertel. Natürlich wieder alle inaktiv. Oh, ich hasse es. Ne? Sein scheiß inaktives Ding. Bin ich so zum Kotzen. Ja, jetzt darf ich wieder warten, bis einer nicht mehr inaktiv ist, beziehungsweise bis einer stirbt. Barsch raus, Warn rein. Warn, Allheilmittel auf sie. Beziehungsweise Phönixfeder. Du Schutzengel. Ich mach währenddessen hier mal ein Vikra. Nein. Natürlich. Scheiß Dreckding. Du wirfst jetzt mal bitte ein Innerding. Allheilmittel. So. Weißt du was? Warte mal. Na, vom Fritt ist ja Wasser. Ich werde jetzt einfach rote Hydra machen. Scheiße. Meine Fresse, ich hasse diesen Kerl. Ich hasse ihn einfach nur. Weißt du? Soll einfach nur mal drauf gehen, sag ich mal. Einfach nur eine Phönixfeder auf Dings. So. Dann eine X-Potion bei dir. Oder auch nicht. Aber wenigstens ist sie wieder A. Sie kann schon mal erstmal hier so. Erstmal nur eine Phönixfeder. Geht schneller. Du machst Allheilmittel bei mir. Schutzengel. Komm. Natürlich wieder inakt. Dieses Drecksvieh. Weißt du? Warte mal, wann habe ich ja noch? Hier. Pinelo, komm. Angriff. Ja. Ist mir egal. Hauptsache, ich hau Damage. Hauptsache, ich hau erstmal Damage. No.
Ich weiß, ne, wie gesagt, dass ich nur Penelo hab, aber ist mir egal. Hauptsache, ich hau erstmal Damage auf ihn. Ich will ihn jetzt noch gekillt kriegen. Deswegen. Und am besten ohne, dass ich gleich mit drauf gehe. Weil das wäre echt vom Vorteil. Scheiße. Aber 6 Treffer. Beziehungsweise 7 mit dem Dings, ne? Mit dem Eruptionsgedöns. Vielleicht. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es reicht. Natürlich reicht es nicht. Ja, das wird zu spät. Deswegen schmeiß mal hier. Warnende Phönixfeder. Vielleicht reicht die Zeit? Ne, die Zeit reicht natürlich nicht. Okay, aber egal. Warn. Phönixfeder für Ash. Ash macht jetzt Schutzengel auf Basch. So. Phönix steht auf Dings. Ja. RIP, würde ich sagen. Das ist so knapp vorm Dings, weißt du? Das ist doch zum Kotzen sowas. Ich mach mal Phönixfeder. Zack. Du X-Potion, ich eine Phönixfeder. Okay. Dann machst du erstmal Schutzengel. Ich schmeiß eine Phönixfeder auf Warn. Dann schmeiß ich erstmal eine X-Potion auf dich. Okay. Okay, Basch. Phönixfeder auf Ash. Ich. Phönixfeder auf Fran. Du machst eine X-Potion auf dich selber. So. So. Phönixfeder auf Penelo. Und Angriff. Phönixfeder auf. So. Ist jetzt jeder reanimiert? Jo. Verteilst du noch mal kurz hier ein paar Dinge. Ha!
paar X-Potions hier. Ja, sorry, dass die Folge heute ein bisschen länger wird, aber... Wie gesagt, ich will den noch tot sehen. Und so viel ist das ja auch nicht mehr. Zack, hochgelaufen. Du wirst mich heute nicht in die Knie zwingen. Nein. Schon wieder so ein scheiß Inakt. Fuck. Wie zum... Wie nervtötend das immer ist. Okay, du... Ist erstmal relativ. Du machst erstmal Ash wieder belebt. So. Und dann machst du eine Allheilmittel auf ihn. Du nimmst eine X-Potion zu dir. So. Zack, zack. Phönix wieder. Komm. Phönix wieder. Komm. X-Potion. X-Potion. Na komm. Ist mir egal. Du greifst erstmal an. Komm. Ein, zwei Hiebe und dann war's das schon. Komm. Ein Hieb noch. Ein Hieb noch. Na komm schon. Gott. Geht doch. Alter, ist das ein Krampf gewesen. Das war kein Kampf, das war ein Krampf. Halleluja. So, damit haben wir auch den nächsten Esper erledigt. Halleluja. Da, 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 da. Beschwörerlizenz Sünder Quicklane. Quicklane nennt er sich, okay. Weil wurde halt anders geschrieben da eben im Kampf, ne? Wenn ihr mal drauf geachtet habt. Witzigerweise. Aber damit haben wir einen der nervtötendsten, also meiner Meinung nach nervtötendsten Esper-Monster besiegt, die es in diesem Spiel gibt. So. Aber ich würde sagen, ich beende hier jetzt erstmal die Folge. Ich werde offscreen jetzt zum nächsten Speicherpunkt wieder rennen, zurückrennen und dann speichern. Also nichts Aufregendes, ne? Also, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Lovers Kisan. Thank you.